Willkommen auf unserem YouTube-Kanal Hörspiele und Hörbücher. Wir möchten uns auf diesem Wege für euren Support in den ersten Monaten unserer beiden Kanäle bedanken. Für alle, die es noch nicht wissen, unseren Kanal gibt es in der Blue Edition mit fantasievollen Science-Fiction-Geschichten und in der Black Edition mit spannenden Thrillern und Krimis. Den jeweiligen Link findet ihr in der Kanalinfo. Bevor nun das nächste Stück startet, möchten wir euch um weitere Unterstützung bitten. Dies könnt ihr tun, indem ihr uns ein Abo dalasst und natürlich mit einem Like, wenn euch das Stück gefallen hat. Vielen Dank. Und nun wünschen wir euch gute Unterhaltung. WDR 5. Das Hörspiel am Dienstag. Zimmer am Bahnhof von Hans-Werner Kettenbach. Regie Frank-Erich Hübner. Morgen, Herr Pullmann. Morgen allerseits. Morgen. Setzt euch zu mir. Guten Morgen, Herr Kluge. Morgen, Lucy. Sind Sie die Vorhut? Was soll das? Entschuldigung, ich dachte, Sie müssten doch wissen, warum die Chefin zu spät kommt. Das ist eine Kohlsäure. Es ist dann gerade 10 vorbei. Du bist doch sonst immer die Erste auf der Matte. Man wird ja mal fragen dürfen. Warum fragen Sie meine Frau nicht selbst? Ich bin doch nicht lebensmüde. Jetzt hör auf. Ich bin die Süßstoffe. Da kommt sie doch. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, Sie haben alle schon unsere jüngste Ausgabe gelesen. Und nicht nur das, sondern sich auch damit auseinandergesetzt. Bevor wir mit der allgemeinen Blattkritik beginnen, möchte ich jedenfalls auf einen geradezu unglaublichen Bolzen eingehen. Eine skandalöse Panne, wie wir sie seit Jahr und Tag nicht mehr im Blatt gehabt haben. Und das ist eine Untertreibung. Ich kann mich zumindest auf Anhieb nicht daran erinnern, dass irgendwer in der Erfolgsgeschichte von Signora sich irgendwann eine solche Panne geleistet hätte. Worum geht's denn? Mit der Home-Story über Justus von Mellentin hatte ich Frau Laponte beauftragt, weil ich glaubte, dass sie dieser heiklen Aufgabe gewachsen wäre. Leider habe ich mich geirrt. Was wir heute über Herrn von Mellentin im Blatt haben, ist eine eklatante Fehlleistung. Entschuldigen Sie, aber wieso denn das? Ich finde, die Story ist rund und interessant. So, ja. Finden Sie das? Ja, finde ich. Ja, das hätte mich anders auch gewundert. Sie haben diese Story ja abgenommen, nicht wahr? Was übrigens zu der Fehlleistung, von der ich gesprochen habe, dazugehört. Also wissen Sie das? Wie jeder Mann in dieser Redaktion weiß oder wissen sollte, ist Herr von Mellentin wegen der Methoden, mit denen er sein Geld verdient hat, immer wieder angefeindet worden und nicht zuletzt auch diffamiert, um nicht zu sagen, in den Dreck gezogen worden. Jedermann weiß aber auch, dass er mit seinem Geld eine Vielzahl von sozialen, von humanitären Projekten unterstützt hat. Und ich möchte annehmen, dass er in dem Gespräch mit Frau Laponte, für das er immerhin 3 Stunden geopfert hat, auch auf diese seine Verdienste und nicht zuletzt darauf eingegangen Entschuldigung, ist. Entschuldigung, aber natürlich ist er darauf eingegangen. Sogar sehr nachdrücklich. Interessant, Frau Laponte, wirklich interessant. Sehr nachdrücklich ist er also darauf eingegangen. Ja, und warum haben Sie das in Ihrem Artikel mit keinem Wort erwähnt? Weil jeder das weiß. Das haben Sie doch gerade selbst gesagt. Ich wollte jedenfalls diese ganze sinnlose Diskussion über sein Geld, bei der doch nie etwas Greifbares herausgekommen ist. Ich wollte die nicht schon wieder aufwärmen. Aufwärmen? Ich habe doch auch kein Wort über sein... Was meinen Sie denn mit aufwärmen? Jeder, der halbwegs auf dem Laufenden ist und Ihre Story liest, wird glauben, wir haben Herrn von Mellentins Verdienste mit böser Absicht totgeschwiegen. Aber ich habe doch auch seine Geldschneiderei, seine krummen Geschäfte... Ich muss Sie warnen, Carola. Seien Sie vorsichtig mit Ihrer Wortwahl. Ich möchte nicht morgen irgendwo lesen, dass in dieser Redaktionskonferenz über einen Mann mit so unbestreitbaren Verdiensten derart hergezogen wird. Also jetzt muss ich aber doch bitten. Du solltest Frau Laponte wenigstens ausreden lassen. Wenn ich sie richtig verstehe, dann hat sie sowohl die Verdienste dieses Kerls als auch seine Geschäftsmethoden ausgeklammert und das wohl überlegt und durchaus einleuchtet. Hast du den Artikel schon gelesen? Nein.
Ja, aber das tut ja nichts zur Sache. Hier geht es um etwas anderes, finde ich. Nämlich um eine Stilfrage. Um den Umgang miteinander. Danke für die Information. Ja. Sie haben gehört, was ich zu sagen hatte. Möchte sich sonst noch jemand zu diesem Artikel äußern? Nein. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann beginnen wir mit der allgemeinen Blattkritik. Mir ist diesmal die Literaturseite besonders angenehm aufgefallen. Gute Rezensionen, interessantes Layout. Was war denn los mit ihr? Ich kenne sie ja schon eine ganze Weile, aber so fuchtig habe ich sie selten erlebt. Na, hören Sie mal, Herr Pohlmann. Sie können sich doch nicht beklagen. Sie haben doch reichlich Zucker bekommen für Ihre Seite. Danke, zu gütig. Haben Sie etwa nicht kapiert, dass sie das bloß gemacht hat, damit die arme Kleine sich noch mieser fühlte? Die arme Kleine, also wissen Sie, die kann sich ganz gut helfen, das Wunderkind. Und bisher ist sie doch permanent hochgelobt worden. Das heißt in diesem Laden doch gar nichts. Viel bemerkenswerter als die Strafaktion fand ich jedenfalls, dass der Prinzgemahl dagegen protestiert hat. Und das vor versammelter Mannschaft. Ja, das stimmt. Das hat mich allerdings auch gewundert. Unser Bobby. Kaum zu glauben. Vielleicht mag er die Kleine. Darauf können Sie sich verlassen, dass er die mag. Und Sie können sich auch darauf verlassen, dass seiner Frau das nicht entgangen ist. Es wäre mir lieb, Herr Kluge, wenn wir noch einmal zusammenkommen könnten, um die Feinarbeit zu erledigen, meine ich. Ich muss sagen, ich handle Verträge lieber Auge in Auge aus. Kein Problem, lassen Sie mich mal nachsehen. Ich könnte... Einen Augenblick bitte, Herr Heise, ich muss mal eben in die andere Leitung gehen. Was ist denn? Sie sehen doch, dass ich noch spreche. Tut mir leid, Herr Kluge, aber Ihre Frau scheint die Geduld zu verlieren. Sie sagt, Sie möchten bitte sofort zu ihr kommen. Sagen Sie ihr, ich telefoniere. Ich komme, wenn ich fertig bin. Verdammt doch mal. Entschuldigung, Herr Heise, da bin ich wieder. Also ich könnte Anfang der nächsten Woche zu Ihnen kommen. Würde Ihnen das passen? Ja, ich denke schon. An welchem Tag denn? Wie wäre es mit Dienstag? Dienstagnachmittag um 2? Dienstagnachmittag. Aber könnten Sie nicht schon zur Essenszeit hier sein? Ich lade Sie zum Lunch ein. Sagen wir 12:30. Auch gut. Also kommenden Dienstag um 12:30 bei Ihnen. Abgemacht. Bis dahin, denn, Herr Heise. Ja, bis dahin. Ich dachte, du hättest ein wichtiges Telefonat? Ja, das hatte ich, in der Tat. Mit Herrn Heise, mit dem du so dringend kooperieren möchtest. Ich habe gerade aufgelegt. Wenn ich dich sprechen möchte, dann sollte es für dich nichts Dringenderes geben. Ach nein? Solltest du es nicht mir überlassen zu entscheiden, was für meinen Bereich dringend ist und was nicht? Du vergisst wieder mal, dass du nicht nur mein Ehemann bist, sondern auch und immer noch mein Angestellter. Ein sehr hochbezahlter Angestellter, aber nach wie vor ein Angestellter. Und noch dazu ein kaufmännischer Angestellter. Nichts anderes. Also versuch nicht, in meiner Redaktion mitzumischen. Und schon gar nicht den Quertreiber zu spielen, wenn ich mir jemanden vornehme. Das ist doch unglaublich. Es mag ja sein, dass dieses schöne Kind deinen Hahnentrieb reizt. Aber lass sie in Frieden, Bob. Das rate ich dir. Such dir deine Flittchen, wo immer du willst, wenn du es schon nicht lassen kannst. Aber in meiner Redaktion wirst du nicht herumvögeln. Ich lass mich nicht von dir zum Gespött machen. Hallo, Herr Kluge. Oh, Frau Laponte. Entschuldigung, ich habe Sie gar nicht gesehen. Was tun Sie denn hier? Ich gehe zu meinem Zug, zum Zug nach Hause. Ach, Sie wohnen gar nicht in der Stadt? Nein, ich komme vom Land. Und da fahren Sie mit dem Zug jeden Tag hin und her? Nein, nicht jeden Tag. Manchmal komme ich auch mit dem Auto. Aber meistens mit dem Zug, ja. Das ist einfach praktischer. Ja. Und wann fährt der Zug? In einer Viertelstunde. Reicht das für eine Tasse Kaffee? Wenn wir uns den Mund verbrennen wollen. Aber in einer halben Stunde fährt auch noch einer. Ja, kommen Sie. Ja, auf dieser Seite des Bahnhofs gibt's leider nichts Besseres. Nur solche Kneipen. Und absteigen. Aber der Kaffee ist doch okay. Naja, es gibt tatsächlich schlechter. Und was suchen Sie in dieser Gegend? Ich hätte mit Ihnen hier auch nicht gerechnet. Fitness. Wie bitte? Ich gehe hier ins Fitnessstudio. Das ist kein schickes Ambiente, aber ein erstklassiges Studio. Ach ja? Und? Das macht Spaß? Oh, eine Menge. Vielleicht kommen Sie auch mal hin. Es ist gleich gegenüber. Ja. Schön wär's. Ich wollte Ihnen noch sagen, dass ich...
Es hat mir sehr gut getan, dass Sie mir geholfen haben in dieser Konferenz. Naja. Als es um meine Home-Story über Melantin ging. Ich habe mich sehr darüber gefreut und es hat mir gut getan. Und danke für den Kaffee. Aber müssen Sie denn schon gehen? Ja, ich glaube, es wird Zeit. Bis morgen dann. Einen Augenblick noch. Fahren Sie jeden Tag mit diesem Zug? Normalerweise ja. Das heißt, einen Zug früher mit dem, den ich jetzt ihretwegen verpasst habe. Guten Abend, Papa. Du musst aber meinetwegen die Musik nicht abstellen. Warum hast du nicht gesagt, dass du später nach Hause kommst? Weil ich es heute Morgen nicht gewusst habe. Es hat sich erst kurz vor Feierabend ergeben. Und da bin ich nicht mehr dazu gekommen, dich anzurufen. Kann diese Frau eure Arbeit nicht besser einteilen? Was möchtest du zu Abend essen? Gar nichts. Aber du musst doch etwas essen. Bin ich hungrig? Ich war hungrig. Vor einer halben Stunde war ich sehr hungrig. Also bin ich mit diesem verdammten Rollstuhl in die Küche gefahren und habe mir selbst ein Butterbrot gemacht. Vielleicht möchtest du noch mal an die frische Luft. In der Sonne ist es noch warm. Nein. Ich pack dich ins Auto und wir fahren zum Fährhaus. Komm, du hast doch den ganzen Nachmittag im Zimmer gesessen. Ich habe sogar den ganzen Tag im Zimmer gesessen. Was? Wieso denn das? Ist Frau Zeller denn nicht mit dir spazieren gefahren? Frau Zeller hatte Wichtigeres zu tun. Sie hat heute Morgen angerufen. Angeblich ist ihre Mutter krank geworden. Okay. Jetzt packe ich dich ins Auto und wir fahren noch ein Stündchen zum Fährhaus. Komm, Papa. Habe ich nicht Nein gesagt? Oder denkst du etwa, ich weiß schon nicht mehr, was ich will? Nein, nein, das ist doch nicht zu fassen. Dieser Gaul gewinnt tatsächlich. Hast du das gesehen, Ludwig? Er hat sie alle geschlagen. Ja, unglaublich. Ganz unglaublich. Ich hab's euch doch gesagt. Ja, aber erst, nachdem wir nicht mehr auf ihn wetten konnten. Ach, ihr hättet doch sowieso keine müde Mark auf ihn riskiert. Wahrscheinlich nicht. Sehr wahrscheinlich. Ganz unglaublich. Du wirst eine Wahnsinnsquote bekommen. Woher hast du das gewusst, Ruth? Hat Robert so viel Pferde verstanden? Bob, ach dir. Der hat doch gar keine Ahnung. Wo ist der eigentlich? Hat der etwa dieses Rennen verpasst? Ich hab ihn zum Schalter geschickt. Er schließt noch eine Wette ab. Fürs nächste Rennen. Ah, da kommt er. Robert! Wo brennst denn? Robert, ich brauche unbedingt einen Tipp fürs nächste Rennen. Ruth sagt zwar, sie haben keine Ahnung, so, aber vielleicht... sagt sie das. Ach, vom Pferderennen, Schätzchen. Natürlich nur vom Pferderennen. Und nun setz dich schön und halt das Maul, bis das Rennen angefangen hat. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Aber ich werde mich nicht setzen, sondern gehen. Auf Wiedersehen, Lydia. Ludwig. Bob? Was soll denn das? Bob! Bob, warte bitte! Was zum Töne? Was war das denn jetzt? Na, ziemlich einfach. Ihm ist der Kragen geplatzt. Sie behandelt ihn doch wie einen kleinen Jungen. Na und? Er ist ja auch 12 Jahre jünger als Sie. Tut mir leid, aber darüber kann ich nicht lachen. An seiner Stelle würde ich sie in den Hintern treten. Das würdest du nicht. Du würdest doch nie und nimmer einen Geldsack in den Hintern treten. Bob! Bobby? Ja, wo steckst du denn, du Böser? Ah, hier hockt er und schmollt, mein kleiner Schatz. Das hätte ich mir doch denken können. Hockt allein im Eckchen und schaut in die Glotze. Komm, mein Schätzchen. Komm. Wir wollen uns wieder vertragen. Lass das. Ja, ich habe dich sehr schlecht behandelt. Ich habe mich schlecht benommen, mein Schatz, das weiß ich. Es tut mir sehr leid, Bob. Wirklich. Du hast getrunken. Ja, natürlich habe ich getrunken. Oh nein, das ist überhaupt nicht zum Lachen. Ich hab vor lauter Verzweiflung getrunken, Bob, mein Lieber. Du kannst Ludwig und Lydia fragen. Die waren ja dabei, als... Auf der Rennbahn, als ich so verzweifelt war, weil du weggelaufen bist. Und sie haben mich... Muss man eigentlich dauernd diese Scheißglotze laufen?
Hast du mir überhaupt zugehört, Bobby? Die beiden haben mich nach Hause gebracht und sie haben mir gesagt, ich soll mich mit dir versöhnen. Aber das hätte ich sowieso getan. Ich bin ganz wild darauf, mich mit dir zu versöhnen. Komm, mein Schatz. Was hältst du davon, wenn du mich jetzt ins Bett bringst? Und dann versöhnen wir uns. Nein. Was sagst du? Ich habe Nein gesagt. Es tut mir leid, ich bin sehr müde. Und wovon bist du so müde? Ich bin zu Fuß nach Hause gegangen. Und warum bist du zu Fuß nach Hause gegangen? Mein Gott, weil ich das Bedürfnis hatte. Bedürfnis. Aha. Ha! Das Bedürfnis. Das Bedürfnis. Und dabei sind dir alle anderen Bedürfnisse vergangen, richtig? Weg waren sie. Futsch. Ich möchte meine Ruhe haben, ja. Ruhe. Ach, seine Ruhe will er haben. Dieser starke Mann ist zu Fuß gegangen und jetzt muss er ruhen. Zu nichts mehr zu gebrauchen. Bobby. Oh, Bobby. Was bist du bloß für ein Schlappschwanz? Hallo, Carola. Oh, hallo. Hallo, Herr Kluge. Habe ich Sie erschreckt? Nein, ich habe nur gerade an Sie gedacht und schon stehen Sie vor mir. Da sehen Sie mal, was man mit Gedanken ausrichten kann. Wie im Märchen, habe ich recht? Nein, lieber nicht. Das ist mir zu unheimlich. Es hat bestimmt nicht an meinen Gedanken gelegen. Ich nehme an, Sie waren im Fitnessstudio. Nein, war ich nicht. Soll ich Ihnen die Wahrheit sagen? Wenn Sie wollen. Ich hatte Lust, mit Ihnen eine Tasse Kaffee zu trinken. Ist das nicht zu gefährlich? Gefährlich? Warum? Ich weiß nicht, wie Ihre Frau reagieren würde. Da können Sie ganz unbesorgt sein. In diese Gegend verirrt sie sich nicht. Ganz bestimmt nicht. Ja, schon. Außerdem sind die Leute hier wirklich verschwiegen. Nicht nur in den Kneipen. Auch in den Hotels. Die leben doch davon. Also gut. Und? Was möchten Sie? Wie meinen Sie das? Kneipe oder Hotel? Sind Sie verrückt? Ich meine es ernst, Carola. Das können wir doch nicht tun. Was ist das? Hört sich an wie eine Kreissäge. Wie kommt die denn hierher? Weiß nicht. Vielleicht gibt es irgendwo einen Handwerker. Irgendwo in den Höfen. Hat er seine Werkstatt. Oder ein neuer Dachstuhl. Für einen Schuppen. Schneiden die Balken zurecht. Stört's nicht? Nein. Alles perfekt. Mich stört gar nichts. Außer, dass ich jetzt allmählich gehen muss. Bitte nein. Bitte nutzt nichts. Leider. Fährt der Zug rein oder raus? Woher soll ich das wissen? Der fährt raus. Ich wette, der fährt raus. Richtung Süden. Ich kann's hören. Ja, und? Bist du wirklich so ein Stockfisch? Ich kann's hören, Robert. Stell dir vor, wir sitzen in diesem Zug. Wir haben alles bei uns, was wir brauchen. Wir fahren nach Süden und wir kommen nie mehr zurück. Keiner kann uns festhalten. Keiner kann uns mehr zurückpfeifen.
Sie können uns alle mal. Alle miteinander. Ja. Ja, jetzt kann ich's hören. Jetzt höre ich's auch. Gut, Robert. Sehr gut. Und jetzt raus hier. Mach Platz. Es wird höchste Zeit. Nein, 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 Carola. Bitte nicht. Bleib bei mir. Ja. Ich weiß. Aber es nutzt uns nichts, Robert. Sie lassen uns nicht. Verstehst du? Morgen allerseits. Bist du etwa in dieser Kneipe hocken geblieben? Nein, ich habe was Besseres gemacht. Viel interessanter. Na, da bin ich aber gespannt. Ich bin ins Kino gegangen. Ja, tatsächlich. Ich wollte ja nach Hause gehen, aber dann bin ich an der Filmschatulle vorbeigekommen und da habe ich gesehen, dass die einen Klassiker im Programm hatten. Hitchcock. Der Fremde im Zug. Sehr lehrreich. Wieso denn das? Das ist doch ein Krimi, denke ich. Na eben. Da wird gezeigt, wie einer auf höchst raffinierte Art seine Frau los wird. Ich meine, ich habe sowas natürlich nicht vor, aber ich habe an Bobby gedacht. Vielleicht wäre das ja genau der richtige Film für unseren Prinzgemahl. Du bist unmöglich. Tag, Miranda. Hallo? Kann mir das was sagen? Na? Geht er Ihnen wieder mal auf die Nerven, Frau Berger? Ach was? Ich habe Ihnen den Film empfohlen, den ich gestern gesehen habe. Der Fremde im Zug. Hochinteressant. Ah, ich kenne den Film. Das Buch auch. Ach ja? Guten Morgen. Oh, dann. Meine Zeit ist begrenzt. Sie sollten sich also auf das Wesentliche konzentrieren. Ein wenig mehr konzentrieren als üblich, wenn ich bitten darf. Schmeckt es dir? Hat jemand angerufen? Ja. Ausnahmsweise. Wer denn? Herr Lohmeier. Was wollte der denn? Er sucht einen Redakteur für die Kreiszeitung. Oder eine Redakteurin. Er hat auch an dich gedacht. Oh nein. Nein, Papa. Daraus wird nichts. Vergiss das, bitte. Er zahlt sehr gut, sagt er. Wahrscheinlich nicht so viel, wie du hier bei diesem dein Blatt da verdienst. Dafür aber eine anständige, solide Arbeit. Und du bist dein eigener Herr. Papa, ich hab gesagt, du sollst es vergessen. Vergiss es, bitte. Und zwar sofort. Was das für mich bedeuten würde, wenn du hierbleiben könntest, ist dir egal, nicht wahr? Nein! Aber es ist dir anscheinend egal, dass ich... Wo ist eigentlich die Kreissäge geblieben? Ja. Stimmt überhaupt. Mäuschenstill. Vielleicht ist sie kaputt. Schade. Na, so schön war sie ja auch nicht anzuhören. Für mich schon. Wieso? Als ich klein war, durfte ich schon mal zu meiner Tante übers Wochenende. Jüngste Schwester meiner Mutter. Wohnte zwei Orte weiter. Genauso ein Kaff wie unseres. Aber die Tante, Tante Helga, die war klasse. Spielte die schönsten Sachen mit mir. Schlagersängerin. Fernsehansagerin. Und ich durfte alles machen, was Spaß macht. Hühnersuppe kochen. Und sogar backen. Jetzt sag nur, sie hatte auch eine Kreissäge. Ach, Idiot. Die Kreissäge stand gegenüber. In einem Holzlager. Wenn ich samstags morgens wach wurde, weil die Kreissäge loslegte, dann wusste ich, ich war bei Tante Helga. Ja, verstehe. Ich kann es mir vorstellen. Oh, und wie es da roch. Das frisch geschnittene Holz. Ich meine, da war sowieso eine Menge Wald rundherum. Aber das Holz auf dem Lager, ich weiß nicht. Wie ein ganzes Fass voll Natur und du sitzt mittendrin und plätscherst ein bisschen und jeder Atemzug ist die reine Wonne. Verstehst du das? Ich glaube ja. Sie hatte ein Parfum, vielleicht war es auch nur eine Seife. Ein ganz feiner, zarter Geruch. Verstehst du, wir schmusten und sie war weich und warm, glatte Haut. Und dann dieser zarte Geruch. Wie bei dir. Zum Kopf. Danke. Aber ich gebe was drum, wenn ich wüsste, was das für ein Parfum war. Oder die Seife. Warum hast du sie nicht gefragt? Die ist schon lange tot. Krebs.
Aber mein Vater hatte mir vorher schon verboten, sie zu besuchen. Warum denn das? Er fand, dass sie zu viel Einfluss auf mich hatte. Sie war nicht verheiratet. Sie hatte Männerbekanntschaften. Hm. Vielleicht mochte er sie auch nicht, weil sie so gut roch. Und was hat deine Mutter dazu gesagt? Wenig. Eigentlich gar nichts. Sie war vollauf damit beschäftigt, ihn zu pflegen. Er hat einen Unfall gehabt, seitdem sitzt er im Rollstuhl. Sie hat sich an ihm zu Tode gepflegt. An ihm und seinem Groll. An seinen Ansprüchen. Und wer pflegt ihn jetzt? Über Tag kommt eine Frau aus dem Dorf und sieht nach ihm. Geht mit ihm spazieren. Aber irgendwann wird er auch die ausgeekelt haben. Und was dann? Er versucht doch jetzt schon, mich anzuketten. Mich in diesem Kaff einzuschließen. Mich keinen Schritt ohne seine Erlaubnis tun zu lassen. Komm, komm, komm. Komm, ich halte dich fest. Hab keine Angst. Ich halte dich ganz fest. Ja, halt mich fest, Robert. Bitte. Möchtest du noch einen Schluck? Nein, danke. Ich muss noch in die Redaktion und eine Fahne wäre das Letzte, was ich mir bei diesen Hyänen erlauben kann. Ach komm, als ob du mit denen nicht fertig würdest. Naja, man tut, was man kann. Also, mach's gut, Lydia. Ciao, Ruth. War nett, dass du mal reingeschaut hast. Und Grüße an Ludwig. Hm? Ach ja, da fällt mir noch was ein. Ein bisschen unpassend bei der Gelegenheit, aber... Was denn? Du hast doch mal... Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, aber du hast doch mal einen Privatdetektiv engagiert. Ja? Damals, als du glaubtest, dass Ludwig mit dieser Frau Zacharias... Willst du Robert beobachten lassen? Nein, nein, nein. Ich habe einen kaufmännischen Angestellten, mit dem irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und bevor er größeren Schaden anrichtet, möchte ich, du verstehst. Du warst damals mit diesem Detektiv doch sehr zufrieden, nicht? Oder irre ich mich? Nein, nein, das ist ein sehr zuverlässiger Mann. Herr Kuhlmann. Und sehr diskret. Warte, ich hole dir die Adresse und die Telefonnummer. Ich habe sie versteckt. Lass nur, ich gehe. Laponte? Ich bin's. Entschuldige bitte. Ich weiß, ich soll dich nicht zu Hause anrufen, aber es ist wirklich dringend. Ich mach's kurz. Ja, das wäre gut. Hm? Warte morgen bitte im Hotel auf mich. Am besten auf dem Zimmer. Es kann sein, dass ich mich erst verspäte. Eine Kollegin. Ja, hm? Geht in Ordnung. Hm? Bis morgen dann. Ich liebe dich. Ich liebe dich über alles. Wieso ruft die dich denn zu Hause an? Wo sonst soll sie mich denn anrufen? Ich bin ja zu Hause. Ja, ausnahmsweise mal. Außerdem war das keine Antwort auf meine Frage. Ich bin nicht ausnahmsweise mal zu Hause, sondern wie fast jeden Abend. Warum bist du denn so verbiestert? Hat diese Kollegin dich durcheinander gebracht? Ich bin nicht verbiestert. Ich bin auch nicht durcheinander. Umso besser. Und was wollte sie von dir? Entschuldige, aber ich habe das Abendessen auf dem Herd. Ja, 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 geh nur. Einem alten Narren muss man ja nicht antworten. Und wer sagt denn, dass man ihn versorgen muss? Warum sparst du dir nicht auch das Abendessen? Was ist passiert? Komm. Nein, bitte, sag mir erst, was passiert ist, bitte. Ja, wahrscheinlich ist es dummes Zeug, bloße Einbildung, aber ich habe das Gefühl, dass ein Mann mir folgte. Gestern, bevor ich dich angerufen habe. Was für ein Mann? Na, ich kenne ihn nicht. Ich bin ins Kino gegangen, gestern Nachmittag. Ruth hatte ihren Bridge-Circle und ich hatte keine Lust mehr zu arbeiten. Also bin ich in die Filmschatulle gegangen. Ein Klassiker. Hitchcock, Der Fremde im Zug. Ein toller Film. Solltest du dir auch mal ansehen. Wirklich. Was war mit dem Mann? Ach so, ja. Ich habe ihn vor dem Kino gesehen und dann ist er auch in die Vorstellung gegangen und hat die ganze Zeit hinter mir gesessen. Und nachher ist er mir bis zum Parkhaus gefolgt. Wenn ich mich nicht irre, ist er sogar im Auto hinter mir hergefahren. Bis zur Haustür.
Glaubst du deine Frau? Es wäre ihr zuzutrauen. Natürlich. Hast du ihn seitdem noch mal gesehen? Ja. Er stand vor dem Fitnessstudio heute Nachmittag. Oh Gott. Ich habe zufällig aus dem Fenster einen Blick hinuntergeworfen und da stand er auf der anderen Straßenseite und beobachtete das Haus. Und was hast du getan? Ich habe mich durch den Keller und über den Hof davongemacht. Der Trainer hat mir die Türen aufgeschlossen. Und was nun? Tja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Und wenn sie uns trotzdem erwischt? Dann setzt sie mich vor die Tür. Zu Hause und in der Firma. Da gibt es kein Vertun. Aber so einfach geht das doch nicht. Du bist doch ihr Mann. Ich meine, ihr seid doch irgendwie verheiratet. Ja, das sind wir. Aber sie hat mich einen Ehevertrag unterschreiben lassen. Alles geregelt, wasserdicht. Wenn sie mich rausschmeißt, dann stehe ich ziemlich nackt da. Kann meinen Job suchen. Und das wird nicht einfach. Darauf kannst du dich verlassen. Und du? Naja, du wirst auch deinen Job los. Das ist doch klar. Aber das ist doch nicht möglich. Es muss doch irgendwas geben, was wir tun können. Ja, natürlich. Wir können uns aus dem Weg gehen. Robert, bitte. Bitte sag nicht sowas, Robert. Robert, ich werde wahnsinnig, wenn ich dich nicht mehr sehen kann. Ich schnappe über. Ich bring mich um. Psst, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich sag ja nicht, dass wir das tun werden, dass wir uns trennen müssen. Ich weiß doch auch nicht, wie ich ohne dich weiterleben soll. Hörst du das? Ja. Herrgott, nochmal. Ich wünschte, Tante Helga wäre hier. Der wäre jetzt bestimmt was eingefallen. Ja. Aber vielleicht fällt uns ja auch noch was ein. Was denn? Sie sind immer noch da, Carola? Ja, aber gleich gehe ich auch. Ich will nur noch meine Notizen eingeben. Sie sollten hin und wieder auch mal eine Pause machen. Mach ich doch. Jetzt gehe ich ins Kino. Der Fremde im Zug. Kenn ich, der spannt. Ich werde alle Viere von mir strecken und bloß noch glotzen. Oder einschlafen. Und Ihr Vater? Ich habe die Frau angerufen, die über Tag nach ihm sieht. Sie wird ihm das Abendessen bringen. Da muss ich Sie aber loben. Erholen Sie sich gut. Danke. Gibst du keine Antwort? Du hast mich doch gefunden. Was machst du denn da? Siehst du doch. Ich mache mir Butterbrot. Ja, aber Frau Zeller wollte dir doch das Abendessen bringen. Ist sie nicht gekommen? Doch. Ja? Und? Willst du mir nicht antworten? Ich hab sie rausgeschmissen. Was hast du? Ich hab sie rausgeschmissen. Spreche ich so undeutlich. Das kannst du doch nicht machen. Natürlich kann ich das. Das war sehr einfach. Ich habe gesagt, raus mit ihnen und weg war sie. Mhm. Und was hast du dir dabei gedacht? Das kann ich dir genau sagen. Ich habe mir gedacht, dass ich diese Schreckschraube hier nicht mehr sehen will. Dieses unverschämte, stinkvolle Miststück. Weißt du, was das für ein Abendessen war? Ein Eintopf, den sie wahrscheinlich im Waschkessel gekocht hat. Zentnerweise eingefroren, damit sie ihrem Alten immer was vorsetzen kann, ohne sich müde zu machen. Saure Bohnen, Kartoffelstücke untereinander und hier und da ein Stück trockene Wurst. Außerdem war das Zeug auch noch kalt. Ich habe Teller angefasst. Wusste sie Bescheid. Und was ist jetzt? Was jetzt? Das wird sie finden, denke ich. Entschuldige, aber ich muss noch mal kurz an die frische Luft. Ich halte das nicht aus. Carola! Ja? Hast du noch mehr Neuigkeiten? Ich denke schon. Lohmeier hat wieder angerufen. Wollte noch ein paar Einzelheiten zu der Redakteursstelle sagen. Die Stelle, die er zu besetzen hat. Unter anderem hat er gesagt, du hättest da jeden Tag 2 Stunden Mittagspause. Und heute Abend ist er zu Hause zu erreichen. Wer ist da?
Dein Liebster. Was ist passiert? Warum hast du geweint? Nur sag mir doch, was los ist. Mein Vater hat Frau Zeller rausgeworfen. Die Frau, die sich über Tag um ihn gekümmert hat. Und warum hat er das getan? Weil er sie loswerden wollte. Damit er mich unter Druck setzen kann. Noch ein bisschen mehr unter Druck. Aber das kann er eben nicht. Ich meine, wenn er sich selbst in die Patsche reitet. Ja. Warum sollte ich denn dafür gerade stehen, meinst du? Ja, natürlich. Außerdem lässt sich doch vielleicht jemand anders finden. Er kann doch nicht jeden rausekeln. Ja, ja. Vielleicht hast du recht. Vielleicht finde ich ja jemand anders. Na, siehst du. Komm her. Lass dich ein bisschen trösten, hm? Was ist denn? Magst du nicht? Das ist noch nicht alles, Robert. Was denn noch? Ich war im Kino. Robert. Der Fremde im Zug. Und als ich nach Hause kam... Komm. Ist doch bloß ein Film. Robert, hast du mich mit Absicht in diesen Film geschickt? Aber nein. Warum hätte ich das tun? Weil es in diesem Film um eine Frau geht. Eine Ehefrau, die ihrem Mann im Weg steht. Und um einen Vater, der seinen Sohn einsperren will. Nicht seine Tochter, sondern seinen Sohn. Aber das läuft auf dasselbe hinaus, denke ich. Die Ehefrau muss weg. Und der Vater auch. Und dann... Hör auf, das genügt. Hör auf. Ja, ich habe mir was dabei gedacht. Bei diesem Film. Ich habe ihn vor langer Zeit mal gesehen. Und auch das Buch gelesen. Den Roman von der Highsmith. Aber ich hatte es total vergessen. Den Film und auch das Buch. Und ich fand es schon sehr merkwürdig, dass ausgerechnet jetzt dieser Film noch einmal zu sehen war. Ich habe gedacht, dass die Idee dieses Films, dieser raffinierte Plan, dass wir beide, du und ich, dass wir auch auf solch einen Plan hätten kommen können. Aus Verzweiflung, meine ich, in unserer Lage, so wie sie nun mal ist. Einen Mord über Kreuz, meinst du? Ich bringe deine Frau um und du meinen Vater. Ja. Und während du es tust, bin ich weit entfernt, also habe ich ein Alibi. Und während ich es tue, bist du weit entfernt und hast dein Alibi. Und da niemand weiß, dass wir uns lieben und dass wir alles füreinander tun würden, wird auch niemand auf den Gedanken kommen, dass du meine Frau... Und du meinen Vater umgebracht hast? Robert, du redest fast wie dieser Bruno, dieser widerwärtige Kerl im Film. Ja, er ist widerwärtig, das ist er. Aber sein Plan, der Plan ist unglaublich raffiniert, bestechend. Bloß geht er schief. Ja, aber er geht nur schief, weil die beiden sich nicht einig sind. Weil sie gegenseitig versuchen, sich ans Messer zu liefern. Ja. Ich nehme an, du hast schon darüber nachgedacht, wie du und ich... wie wir es besser machen könnten. Wie wir beide diesen Plan verwirklichen könnten. Ja. Robert, glaubst du wirklich, dass du so etwas tun könntest? Für dich würde ich alles tun. Guten Abend, Papa. Guten Abend. Wie geht es dir? Schlecht. Oder was dachtest du? Hat jemand angerufen? Nein. Aber ich habe angerufen. Was? Wen denn? Diese Frau Kowalik. Was? Frau Kowalik-Kluge. Oder wie die Dame sich nennt. Deine Chefin. Was um Himmels Willen hast du dir dabei gedacht? Ich habe ihr gesagt, dass es verantwortungslos sei, dich so einzuspannen und so herumzujagen. Und dass du zu Hause einen Krüppel zu versorgen hast. Dein Vater, der dich braucht und der elend krepieren wird, wenn das so weitergeht. Papa, bitte sag, dass das nicht wahr ist. Sag, dass das nicht wahr ist. Natürlich ist das wahr. Und ich habe ihr auch gesagt, es soll nur ja niemand glauben, dass es so weitergeht. Und jeder soll wissen, dass ich dafür sorgen werde, dass es nicht so weitergeht. Nein, ich habe mich schon hingelegt. Wenn Bob unterwegs ist, mache ich das doch immer. Ich werde nur ein bisschen lesen und dann fallen mir wahrscheinlich auch die Augen zu. Wo ist Robert denn? Er hat ein Abendessen mit ein paar Geschäftsfreunden. Bist du sicher? Ja, natürlich bin ich sicher.
Ich habe vorhin in dem Restaurant angerufen und er war da. Wie schön. Na, dann brauchst du ja gar keinen Detektiv. Ich habe dir doch gesagt, dass ich diesen Detektiv... Einen Augenblick mal. Ich glaube, er ist schon zurück. Da muss aber irgendwas schiefgegangen sein. Kannst du einen Augenblick warten? Klar, schau nur nach. Bob? Bob? Bobby? Wo bist du denn? Bobby, verdammt nochmal, versteckst du dich etwa? Sei doch nicht albern. Was tun Sie denn hier? Wie sind Sie hier reingekommen? Ruth? Ruth? Um Gottes Willen, Ruth, was ist passiert? Tag, Frau Laponte. Dürfen wir uns zu Ihnen setzen? Bitte. Wir zerbrechen uns gerade den Kopf der Mordkommission. Also, ich gehe jedenfalls jede Wette darauf ein, dass die den Kerl nicht schnappen, der unsere Kommandeuse umgelegt hat. Da wäre ich nicht so sicher. Oder glauben Sie, dass das tatsächlich ein hergelaufener Einbrecher war? Habe ich ja nicht gesagt. Aber vielleicht war es ein Einbrecher, den jemand losgeschickt hat. Vielleicht hat er ein gutes Honorar für seine Tat bekommen. Bang, bang und Cash. Wie reden Sie denn da? Was soll denn daran gut sein, wenn ein Mensch ermordet wird? Na, hören Sie mal. Sehen Sie sich doch bloß in dieser Redaktion um. Ihr hat doch so gut wie jeder der Dame die Pest in den Hals gewünscht. Ich auch. Und Sie auch, vermute ich. Oder kennen Sie jemanden, der ihr auch nur eine Träne nachweint? Diese Frau ist erschossen worden. Können Sie sich auch nur entfernt vorstellen, was da passiert ist? Ja, kann ich. Wahrscheinlich hat sie geglaubt, sie wird auch mit diesem Einbrecher fertig, wie mit allen anderen. Aber diesmal hat sie sich verrechnet. Er hat sie umgelegt. Bang, bang und aus. Das ist einfach unerträglich. Ich möchte Ihnen noch einmal sagen, Herr Kluge, wie leid es mir tut, dass wir zu spät gekommen sind. Ja. Die Freundin Ihrer Frau hat uns sofort angerufen, das stimmt. Aber die Verletzungen Ihrer Frau waren einfach zu schwer. Und auch sonst haben wir leider nicht viel tun können. Keinerlei fremde Fingerabdrücke. Fußspuren im Garten, ja, aber von Tennisschuhen, wie es sie in dieser Stadt zu zigtausenden gibt. Die Schlösser an den Türen waren unbeschädigt. Vermutlich hat Ihre Frau vergessen, die Terrassentür zu verriegeln. Sie stand ja noch offen, als wir ins Haus kamen. Und die Pistole? Naja, es war tatsächlich die Pistole Ihrer Frau. Zugelassen auf Ruth Kowalek. Der Täter hat offenbar den Schreibtisch durchsucht und die Pistole gefunden. Und als Ihre Frau ihn überraschte, ist er in Panik geraten und hat geschossen. Und dann hat er die Pistole fallen lassen und ist weggelaufen. Ja, und von den Nachbarn hat niemand etwas gehört, was ja bei dem Abstand zwischen den Häusern erklärlich ist. Auf der Pistole auch keine Fingerabdrücke? Nein, keine außer den alten, den von Ihrer Frau. Es ist offensichtlich, dass der Täter Handschuhe getragen hat. Ein Profi. Es wird schwer sein, ihn zu finden. Sehr schwer. Ja. Ich möchte Ihnen noch sagen, dass wir auch Ihre Geschäftsfreunde befragt haben, die Teilnehmer des Abendessens. Sie haben bestätigt, dass Sie zur Tatzeit mit Ihnen am Tisch gesessen haben. Ich hoffe, Sie nehmen uns das nicht übel. Das muss sein in einem solchen Fall. Selbstverständlich. Ja, bitte. Ja, guten Abend. Ich hätte gern Frau Laponte gesprochen, Carola Laponte. Wer ist denn da? Redaktion Signora, Krawinkel. Ich habe nie verstanden. Krawinkel, ich möchte Frau Laponte nur ganz kurz sprechen. Wer ist das denn? Einer von diesem Blatt. Eine Unverschämtheit, um diese Zeit anzurufen. Gib mir den Hörer, bitte. Carola Laponte? Ich bin's. Ich habe gesagt, ich sei Krawinkel. Ich weiß, ich habe ja selbst gesagt, dass wir vorerst nicht miteinander reden dürfen, aber es ist wichtig. Ja. Und du brauchst keine Angst zu haben, ich rufe aus einer Telefonzelle an. Also, es ist alles in Ordnung. Die Polizei hat keine Ahnung. Ja. Du hast offenbar alles richtig gemacht. Dieser Kommissar geht davon aus, dass es ein Einbrecher gewesen ist, ein Profi. Ja. Keinerlei Spuren. Also mach dir keine Sorgen. Und tu genau das, was wir besprochen haben. Ja, ja. Es bleibt beim nächsten Dienstag. Alles wie besprochen. Und denk daran, dann haben wir es geschafft. Denk immer daran. Und denk daran, dass ich dich liebe. Ich liebe dich über alles. Mach's gut. Ja. Aber
Muss ja ein wichtiger Mann sein. Quatscht endlos auf dich ein und alles, was du zu sagen hast, ist ja, aber. Hörst du mir überhaupt zu? Wer war der Kerl? Unser Chef vom Dienst. Gehst du etwa mit dem ins Bett? Wollen Sie sich schon wieder ein Fleißkärtchen verdienen? Sowas lohnt sich nicht, fürchte ich. Da haben Sie leider recht. Ich habe auch noch eine gute Stunde zu tun, wenn nicht zwei. Und Sie? Ungefähr auch so. Ist alles in Ordnung, Carola? Ja, natürlich. Und Ihr Vater? Haben Sie wieder jemanden für ihn? Nein, noch nicht. Aber... La Ponte? Ich bin's. Hab keine Angst, ich rufe aus der Telefonzelle an. Kannst du sprechen? Einen Augenblick. Herr Pohlmann. Ja? Sind Sie so nett und holen mir einen Kaffee? Na klar doch. Ich kann auch einen brauchen. Gebrauchen. Danke. Ja? Ich mach's kurz. Ich wollte dir nur sagen, dass ich jetzt losfahre. Sei ganz ruhig. Ich werde vorsichtig sein. Mach alles, wie wir es besprochen haben. Ich liebe dich. Ja. Lieber Gott. Lieber Gott. Ganz ruhig jetzt, ganz ruhig. Wer A sagt? Ja. Die goldenen Lebensregeln. Wer A sagt? Moment mal, was ist denn los? Carola, ist was passiert? Robert? Robert, bist du hier? Bist du verrückt geworden? Komm ins Dunkle. Was hast du dir denn dabei gedacht? Willst du uns beide ans Messer liefern? Warst du schon? Nein, ich wollte gerade die Scheibe einschlagen. Tu's nicht, Robert. Ich werde es ganz bestimmt nicht tun. Nicht heute Abend. Ist dir klar, dass du dein Alibi kaputt gemacht hast? Wir müssen es aufschieben. Nein, Robert. Wir können es gar nicht tun. Heute nicht und niemals. Ich schaff das nicht. Wieso denn du? Ich tue es doch. Ich tue es für dich. Und für uns beide. Robert. Robert. Zieh die Handschuhe aus, bitte. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht sehen. Ich hab dir doch gesagt, dass er nicht leiden wird. Vertraust du mir nicht mehr? Nein. Lass mich nicht an, bitte. Bitte, nein. Carola, was ist denn? Ich kann so einen Anblick nicht noch einmal ertragen. Ich halte es nicht aus. Du weißt nicht, wie das ist. Wie das war. Als sie zusammenbrach und auf den Boden fiel. Du hast es ja nicht gesehen. Es war grässlich. Ich halte es nicht aus. Beruhige dich. Beruhige dich doch. Nicht. Bitte. Liebst du mich denn nicht mehr? Ich weiß es nicht. Robert, geh jetzt. Bitte. Darf ich dich anrufen? Irgendwann. Ja. Irgendwann. Gute Nacht. Robert. Zimmer am Bahnhof von Hans-Werner Kettenbach. Die Rollen und ihre Darsteller: Robert Kluge, Rudolf Kowalski. Ruth Kowalek-Kluge, Karin Anselm. Claudia Laponte, Miriam Abbas.
Laponte, Christian Grashof. Dagmar Berger, Susanne Zielenbach. Krawinkel, Christian Tasche. Pohlmann, Wolfgang Völz. Heise, Jürgen Kloth. Lydia Grabert, Susanne Barth. Ludwig Grabert, Franz Nagel. Kommissar, Jochen Kolenda. Roberts Sekretärin, Heike Kossmann. Technische Realisation, Herbert Kuhlmann und Kerstin Grimm. Regieassistenz, Peter Schilzke. Regie, Frank-Erich Hübner.